Echt? Hallo, liebe Freunde des Pedalierens. Tag 11 und wir sind wieder fit wie Turnschuh oder so ähnlich. Und wir begrüßen euch mit der schnellsten Pause diese Reise nach 400 Metern. 300 Meter. 300 Metern gab es das erste Eis hier im Naturparkzentrum Hoher Fläming. Ja, wir fahren weiter auf der Runde, gucken, wie weit uns die Beine tragen und der Hintern hält. Es war wirklich ein Wildcamping-Zeltplatz so mit Plus, weil da war nochmal eine Toilette dabei. Aber liebevoll geführt. Und ja, das war unser Nachtpunkt, das war unser Startpunkt. Nun geht es in die Richtung und auf nach Nordwesten. Charlie hat gerade noch gesagt, ich habe was vergessen. Kette rechts. Okay. Wir kommen jetzt an einer alten Badeanstalt vorbei. Dort vorbei kommen wir auf diesen schönen Weg. Jetzt geht's hier mit kleineren und größeren Wellen so schön durch den Wald. Draußen fängt sich schon im Freien die Luft an, so langsam aufzuheizen. Hier sind die Temperaturen noch sehr angenehm. Ja. Übrigens noch mal ein kleiner Nachtrag. Wir waren ja im Ort Raben, 3 Kilometer davon entfernt ist Rabenstein. Es gibt dort eine Burg Rabenstein, auf der es auch eine Falknerei gibt. Da kann man sich auch so eine Vogelflugshow anschauen. Macht mal Spaß, sich das anzugucken. Ich war da schon mal, nämlich in dieser Reise. Entschuldigung, machte mich jetzt hier gerade darauf aufmerksam, was hier noch Schönes im Vorgarten steht. Das ist kein unordentlicher Vorgarten, sondern ein Wellnesshotel für Insekten. Ja, wir reden ja immer von Artenvielfalt. Will ich die erreichen, muss ich auch sowas zulassen. Einfach nichts machen. Einfach mal nichts machen. Ich muss mir ein Bild nicht vorstellen, so ein Karussell voller Schweine. Scholli lacht so, weil es hier Wanderhinweise gibt mit Brauttrommel, alter Feldbrunnen. Das klingt ja alles noch sehr normal, aber auch zum Schweinerummel, 3,1 Kilometer. Schweinerummel, ey. Also, much fun. So, 5 Kilometer noch bis Bad Belzig. Und es wälzt sich, kann ich dazu auch nur sagen. Mensch. Ja, gerade ging es ans Bergholz vorbei. Hinter Bergholz liegt Borne. Liebe Grüße, Uwe. Liebe Grüße, Sonja. Dieser Weg, auf dem wir uns jetzt befinden, gehört eben auch zum Europaradweg 1, R1. Damit also auch zur Deutschlandroute 3. Von Grubo aus mussten wir erst mal einen Berg hoch. Das war 1,5 Kilometer, jetzt sind wir 3,5 Kilometer abgefahren und in Bad Belzig angekommen. War also gerade ein sehr angenehmes Fahren. Davon mehr bitte. Oh, es geht doch weiter. Das ist jetzt in Belzig am Fuße der Burg Eisenhardt der Weg, den man hier offiziell nennt. Also Deutschlandroute, Europaroute und Tour Brandenburg. Schön, oder?
Hier erstrahlt jetzt so die Burg Eisenhart in Belzig in ihrer gesamten Pracht. Also das macht auch mal Spaß, so eine Führung mitzumachen. Wer denn nicht so fahrradlastig orientiert ist wie ich, sondern mehr gucken will, mehr Kultur will, der sollte ja in jedem Fall Halt machen. Darauf sollte er 2 Stunden, 3 Stunden für mit einplanen. Und dann der Scholli ist auch fahrradlastig, der fährt sogar jetzt extra so lange noch. Rede. In Bad Belzig steht auch nochmal diese doch recht beeindruckende Kirche. Die liegt nicht direkt auf dem Weg, der Weg führt hier 150 Meter dran vorbei. Wir sind auch nochmal abgebogen in Richtung Stadtinneres von Bad Belzig. Weil hier gibt es nochmal einen Eisladen oder Kaffee oder andere Sachen des täglichen Bedarfs. Unser Weg raus aus dem historischen Bad Belzig führt sich gerade bergauf durch so ein Neubaugebiet. Ein Neubaugebiet jetzt weniger als Hochhäuser, sondern es ist zu sehen, ein Bauherr hat ein ganzes Baugebiet erschlossen und alles sieht irgendwie gleich aus. Also ein Doppelhaus helfen. Der Weg war jetzt gerade nicht so spannend. Jetzt sind wir gerade an einem Tiergut Schwanebeck vorbeigekommen. Da ist richtig zu sehen, dass Tiere nur noch, wenn überhaupt welche sind, ich habe keine gehört und vom Geruch her war es auch okay, dass die Tiere dann nur noch die sekundäre Einnahmequelle war. Weil Biogasanlage ist da gewesen, da sind alle Dächer voll mit Solarpanelen gewesen. Die Unterkünfte hier, die haben wahrscheinlich schon mal 30 Jahren ranzig ausgesehen, die sahen noch beschissener aus. Also da geht es ums Geld verdienen mit Energie. Wir haben jetzt den Ort Beitz erreicht. Der gehört schon zur Gemeinde Brück dazu. Also jetzt sieht schon alles ja wie zu Hause aus. Radliches Ende. Unsere Mittagspause haben wir jetzt hier an diesem schönen Bach gemacht. Jetzt bezieht sich gerade so ein bisschen. Es war kein Regen angesagt, aber jetzt geht es für uns auch weiter. Ich bin zu Hause. Hier ist Brandenburg. Hier ist Havelland. Hier ist Potsdam-Mittelmark. Genial. Leute, müsst ihr euch selber angucken. Schön. So. Dieser Ort nennt sich Trebitz. Hier gibt es das Restaurant zur Linde, dann Brück sind noch knapp 3 Kilometer. Wir fahren an der Zickenwiese vorbei. Keine Frau weit und breit. Jetzt hier direkt hinter Trebitz, also einmal gerade eine Schutzhütte. Hier hat man Barfußfahrt, noch weitere Möglichkeit, Rast zu machen. An der Bank bin ich schon vorbeigefahren, da saßen noch Personen drauf. Okay, geht jetzt hier in Richtung Brück, leicht bergauf, aber ja, schön hier. Jetzt am Ende von Brück fließen immer noch Europaradweg, Deutschlandroute und unsere Tour Brandenburg zusammen hier lang. Mal wieder gegen den Wind. Da hinten ist so ein Sprungturm, der wird für Fallschirmübungssprünge genutzt. Ich hoffe, da kann man ein Bild einigermaßen erkennen. Der Brück ist jetzt die Straße, unser steter Begleiter.
ein Glück ist auch kein Berufsverkehr. Es lässt sich noch aushalten. Der Weg fährt sich aber recht gut. Militärisches Sperrgebiet begrenzt uns dann zur anderen Seite. So, die Straße auf der rechten Seite, die ist weg, weil wir abgebogen sind. Der militärische Sicherheitsbereich auf der linken Seite begleitet uns weiter. Fahrerstraße ist zu Ende. Normale Straße hat uns wieder. Jetzt sind wir auf der Belitzer Spargelroute. Führt jetzt auch hier lang. Ja. Radfahrer, herzlich willkommen im Restaurant Fliegerheim. Ach, hier ist er, der Radweg. Schön. Dann sind wir wieder in der Straße. Aber dafür ist nicht mehr am Militärbereich. Und ja, es wird voller jetzt hier. Sowohl auf der Straße als auch auf dem Radweg. Diese Bank beschert uns nun sonnige Aussichten. Ja. Yeah. Hier, und Scholli zeigt sein Brusthaartoupee. Ja. Ja, immerhin. Also einmal die Brusthaare weggenommen, Kilo abgenommen. Nicht schlecht, ne? Hier wächst das Obst von morgen. In der Nähe von Werder. Werder ist ja eine ganz große Obstregion. Die deutsche Spargelstraße hier in Belitz. Wir fahren gerade auf Leninzio, Kloster Leninzio. Die hat leider keinen Radweg. Kurz vor Lenin wieder mal ein paar Pferdchen. Hier von der Elztal. Ah, liegen, fressen. Fressen, liegen. Schön. Diese Art der Hangbefestigung kommt hier in Brandenburg noch nicht so häufig vor. Aber so bewachsen sieht das irgendwie ganz nett aus. Sind wir hier in Kloster Lenin angekommen. Wo sind wir? Ja, Kloster Lenin hat auch mal eine Zisterzienserkloster gehabt. Ich glaube im 14. Jahrhundert erbaut. Dort gibt es jetzt eine ganz große Pflegeeinrichtung, also auch von mir, Tante war da schon und wurde nach Hüftoperationen gepflegt, und zwar vom Diakonischen Werk, wie ich gerade sehe. Also der heutige Tag vom Fahrbahnbelag hier ist nicht so schön, das waren mal gute Wege, sind aber unterdessen durch Wurzeln aufgebrochen, und heute war auch sehr viel parallel zu stärker befahrenen Straßen, was das dann auch nicht so interessant gemacht hat. Schön war es, dass unsere Fahrtrichtung tendenziell eher bergab ging, sodass man dort noch recht gut vorankam. Die Autobahn ist nun überquert in Richtung Trechwitz. Und zwar ist die Autobahn zwischen Berlin und Magdeburg. Und nun geht es weiter. Also heute werden wir gleich an den nächsten Bahnhof den Stopp machen. Der nächste Bahnhof ist in Götz, heißt also Trechwitz und Schenkenhorst, stehen noch auf der Agenda. Wir konnten jetzt von der Hauptverkehrsstraße Richtung Trechwitz abbiegen. Lag einmal auch an der Umleitung, zum zweiten auch, weil der Weg hier abbiegt. Aber die Wegeführung auf der Straße ist das Prinzip, was jetzt hier offensichtlich in Potsdam-Wittelmark verfolgt wird. Trechwitz begrüßt uns sehr verträumt. Jetzt nähern wir uns in großen Schritten, wer falsch gesagt, in kleinen Schritten. Schenkenberg ist ja ein Ort, der für so manchen der Nabel der Welt ist. Ne? Ja, da kommen wir bald an. Na, gucken wir, was da mal los ist. Muss ja viel sein, hier fahren ja so viele Autos hin. Schenkenberg liegt jetzt hier in einer großen Staubwolke. Nicht wegen Smog, nein. Die Landwirtschaft geht hier über die Felder, grubbert hier und wirbelt entsprechend bei diesem trockenen Boden
sehr viel Staub auf. Schenkenberg ist erreicht. Die Perle des Havellands. Hier ist ein Chinese mit lauter schönen Figuren in Schenkenberg. Hey, können die den Autos auf abgebildet. Ja, Körni, nun bin ich durchgefahren. Leider hattest du ja heute keine Zeit, hat man es ja verständigt. Ich hätte mich sehr auf das Siegerbier mit dir gefreut. Das zweite noch mehr. Nächstes Mal. Ja, auch dieser Tag nähert sich jetzt dem Ende, der Tag 11. Wir haben gerade schon mal im Vorfeld gesprochen, wie es denn so war. Also der Tag war heute sehr stark durch das begleitet, was ihr im Hintergrund seht. Sehr Verkehr begleitet. War also insofern anders als die anderen Tage, in dem wir es so nicht erlebt haben. Ja. Sehr guter Belag, ja. Fand ich. Ja, doch. Überwiegend, ja. Überwiegend. Ja. Okay, guter Belag. Ja. Überwiegend guter Belag. Manchmal auch zu sehen, also gerade jetzt um Kloster Lenin herum, ehemals guter Belag. Da, ja. War eine wunderbare Strecke, schön breit ausgebaut. Sind wir 5 Jahre zu spät dran vorbeigekommen, schade. Aber ich hoffe, dass da wieder vieles gemacht wird. Brandenburg ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie viel machen. Ja. Was mir heute trotz des schönen Belags so ein bisschen das vergällt hat, ist tatsächlich der Verkehr. Mich stört es nicht so. Ja, also mich hat es heute richtig genervt. Und klar, bei mir ist jetzt auch ein Hinternetz hier Schmerzen. Also das ist leicht dann auch der Abschluss für heute, weil wir fahren jetzt hier noch zum Bahnhof Götz. Dann bleiben noch 17 Kilometer etwa übrig, um dann mal nach Brandenburg-Havel zu kommen. Aber da fehlt ja sowieso noch das Stück zwischen Brandenburg und Rathenow. Das lässt sich dann wunderbar kombinieren. Hat es euch gefallen? Freue ich mich über den. Hat es euch nicht gefallen, dann dürft ihr auch den machen. Oder ihr könnt auch den machen. Oder auch den. Oder auch den. Oh Gott, ja. Also in dem Sinne, ab in die Rinne. Ne? Stößchen. Kette rechts. Kette rechts und tschüss.